Ich wurde letztens gefragt, Herr Ahrens, macht es keinen Unterschied, wenn quasi mein Fenster quasi weit hinten sitzt und meine Dämmung quasi eine fette Laibung produziert? Was macht diese Art der Verschattung aus meiner Laibung hier? Und genau darum geht es in diesem Video. Mein Name ist Luca Ahrens von der ARC Energy. Wir sind ein Ingenieurbüro, arbeiten deutschlandweit, machen Schallschutz, Wärmeschutz, Brandschutz, Energieberatung, Statik, Architektur als Allround-Paket, arbeiten aber auch gerne nur Ihnen in einem Bereich zu, also sei es nur Statik, nur Architektur, nur Schallschutz, nur Energieberatung, nur Fördermittel, KfW etc. Wenn das für Sie interessant ist, unter dem Video auf mehr klicken und dann gerne bei uns bewerben, also anmelden. So, jetzt aber zu dem Video. Und zwar, ich habe gesagt gehabt, wir haben jetzt hier ein Bestandsmauerwerk, wir haben eine Dämmung dran, ob das Neubau ist oder Altbau, ist das jetzt erstmal egal. Und das habe ich jetzt hier mal so in Gelb einskizziert, so die Sonnenstrahlen. Also wir haben ja eine gewisse Eigenverschattung durch dieses Dämmpaket. Und ob das relevant ist, wollen wir mal aufzeichnen. Wir haben jetzt ein Fenster. Und was jetzt relativ Großes in unserer Zeichnung. Wir machen das mal einfacher und sagen einfach, das ist das Fenster, weil es geht um das Prinzip und nicht quasi um, dass es irgendwie schnieke aussieht. So. Und jetzt haben wir da drauf jetzt ja noch eine Dämmung, habe ich gesagt gehabt, die ist jetzt hier integriert. Jetzt geht es rein plakativ darum. Und natürlich habe ich quasi, wenn dieses Fenster weiter außen säße, weniger diese Laibungsverschattung. Aber die Frage ist, wie viel macht das denn jetzt tatsächlich aus? Und dann müssen wir uns überlegen, also wir schauen uns das an, Mittelpunkt von meinem Fenster und wie stark ist jetzt hier meine Verschattung, die jetzt hier rausguckt. Und pauschal gesprochen macht die nicht so viel aus, wenn wir, ich sag mal, moderne große Fenster haben. Haben wir jetzt so kleine Fensterchen, also im Verhältnis jetzt irgendwie so ein Fenster, aber quasi halb so groß wie das Fenster, quasi an Laibungstiefe, dann ist das relevant, weil dann fällt ja ab einer gewissen Schräge gar keine Sonne mehr rein. Würde bedeuten, wir hätten, das wäre unser Fenster und das hier wäre unsere Laibung. Hier haben wir einfach einen, also der Winkel, um jetzt hier in die Mitte zu kommen, ist jetzt hier schon sehr steil. Also ist ja schon über 45 Grad. So, und das hier ist dann schon relevant, weil wir hier jetzt Einfallwinkel ab dieser Schrägen gar nicht mehr so viel haben. Beziehungsweise, wenn ich mir diese Schräge anschaue, die ist vielleicht jetzt erstmal sogar relevanter, ab diesem Winkel und die Sonne geht hier weiter rüber, habe ich gar kein direktes Sonnenlicht mehr, sondern nur noch eine Reflexion, die hier rüber geht. Die natürlich auch Sonne bringt, die natürlich auch was bringt, aber nicht so relevant. Das ist nicht so viel wie direktes Sonnenlicht. Das heißt, die Relevanz ist nicht, wie tief ist meine Laibung, sondern wie groß ist mein Verhältnis von dem Fenstergröße zu der Laibung. Ist mein Fenster wie jetzt hier größer, dann wäre jetzt hier dieser Winkel, dass hier keine Sonne mehr reinkommt, extrem flach. Extrem flach. Selbst wenn ich jetzt hier nochmal drauf dämmen würde, auch nochmal ein ordentliches Paket, dann wäre mein Winkel immer noch relativ flach. Obwohl ich jetzt schon quasi eine riesige, also ich habe jetzt hier, also pauschal kann man hier sagen, wenn die Hälfte meines Fensters breiter ist, wie quasi meine Laibung am Ende des Tages, dann geht es gerade noch so. Alles, was da drüber ist, quasi von der Laibungstiefe und mein Fenster quasi zu schmal wird, wird es wirklich relevant. Wenn wir einmal quasi das komplette Gegenteil uns anschauen würden und sagen, das Fenster sitzt jetzt nicht hier, sondern würde hier sitzen, skizzieren wir das doch mal auf. So, dann würde unser Fenster hier sitzen. Dann hätte ich jetzt logischerweise, hier ist mein Rahmen noch, das heißt,
ab hier käme quasi Sonne rein. Bedeutet, man muss das hier so ein bisschen betrachten, dass ich hier immer noch quasi meinen Rahmen habe. Das heißt, mein Winkel wäre jetzt hier schon etwas steiler wieder. Dennoch habe ich hier meinen Rahmen, ich habe hier mein Glas. Bedeutet, habe ich mein Fenster jetzt fassadenbündig, kommt natürlich mehr Sonne rein. Würde natürlich auch bedeuten, hierüber kommt mehr Sonne rein und ich habe eine stärkere Erwärmung. Jetzt ist die Frage noch, wann möchte ich diese Erwärmung haben? Also wie sieht es überhaupt in den Jahreszeiten aus, dass meine Sonne überhaupt von wo kommt? Und die Frage ist, wie sieht überhaupt, wo ist die Relevanz? Ohne Seife waschen. So, Nordfenster ist eben eine diffuse Strahlung, auch relevant, aber ich habe jetzt keine seitliche Strahlung, die irgendwie relevant ist. Osten, Westen ist eine starke seitliche Strahlung. Das heißt, hier ist quasi meine Laibung schon relevant. Bedeutet, weil meine Sonne stark quasi am Aufgehen ist und dadurch flacher reinkommt, ist eine Laibung hier relevant. Im Süden hingegen ist es überhaupt nicht relevant. Im Süden ist eine reine Verschattung relevant, die quasi oben abfängt, weil die Sonne steil steht. Die Sonne kommt steil rein. In den Übergangszeiten wieder und im Winter ist es wieder anders, da ist alles flacher. Das heißt, wenn wir vor allem in den Übergangszeiten viel Licht haben wollen im Gebäude, ist natürlich quasi möglichst fassadenbündig das Optimum, weil besonders viel reinfällt. Man könnte aber auch einfach die Fenster etwas größer machen, und zwar nicht höher vor allem, sondern vor allem breiter, damit dort generell mehr reinfällt und die Eigenverschattung quasi weggenommen wird. Das heißt, habe ich kleine Fenster, kleine Bullaugen und habe eine riesen Verschattung vor, habe ich einen Kanal, da kommt kein Licht rein, nur ganz kurz am Tag. Aber ist mein Auge sehr viel größer, dann macht die Eigenverschattung meiner Laibung mir nicht so viel aus, weil das Fenster ja größer ist, wie gesagt. Also im Süden ist hauptsächlich relevant eine Verschattung von oben. Im Osten und Westen ist die seitliche Verschattung relevant. Bedeutet, will ich tatsächlich sogar eine Art Verschattung haben, kann es sogar sein, dass ich bewusst deswegen meine Fensterleibung weiter nach innen setze, mein Fenster weiter nach innen setze, um eine größere Fensterleibung zu haben, um damit eine größere Innenverschattung zu haben, weil ich quasi im Sommer eine Überhitzung vermindern möchte oder verhindern möchte, aber trotzdem große Fenster haben möchte. So, Norden, wie gesagt, ist hauptsächlich diffuse Strahlung, ist fast egal. Jetzt kann man das Ganze auch einfach nochmal lösen, generell. Bedeutet, ich habe jetzt hier mein Mauerwerk, ich hätte jetzt hier meine Dämmung, habe jetzt hier mein Fenster dran und habe jetzt natürlich jetzt hier noch drauf gedämmt und das wäre jetzt die klassische Lösung eigentlich. Habe natürlich jetzt hier diese Verschattung drauf. Jetzt ist die Frage, wie viel bringt mir überhaupt diese Fläche hier an Dämmung? Tatsächlich fast gar nichts, weil hier vorne habe ich meine Dämmdicke. Also sie bringt schon etwas, aber nicht so besonders viel. Pauschal sollte man sagen, mach Passivhaus. Ich habe 6 cm von dort nach dort an Überdämmung und von dort nach dort auch mindestens 6 cm. Und dann kann ich das Ganze abschneiden. Würde bedeuten, mein Fenster sähe dann so aus. Würde bedeuten, ich habe zwar ein dickes Dämmpaket, ich habe meine Fensterleibung, aber durch meine Anschrägung habe ich trotzdem sichergestellt, dass hier meine Sonne auch über den Winkel reinkommt und mein Winkel quasi nicht hier ist, sondern quasi auch hier reinkommen kann. Das ist eigentlich so für die Belichtung und Ausbeleuchtung die optimalste Lösung. Da gibt es auch ganz attraktive Lösungen, das wird dann farblich abgesetzt, das wird vielleicht sogar noch schräger gemacht. Es gibt eine ganze Fassadengestaltung, die da rauskommen kann. Es gibt unzählige Beispiele. Wenn ihr das googeln wollt, gebt einfach ein. Wir haben ein Verbundsystem, also WDVS, Dann Fassade, angeschrägt, Fassadengestaltung. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten, die man dort sehen kann, wie man sowas aktiv gestalten kann.
Und damit verbinde ich quasi beide Punkte. Ich habe quasi eine einfache Einbausituation meines Fensters. Ich habe eine saubere Überdämmung meines ganzen Systems. Aber ich habe kein Schießschadensystem, sondern quasi bekomme trotzdem über diese eben verschüttet quasi sehr viel Sonnenenergie noch ins Gebäude rein. So, der Nachteil ist, ist halt diese Schräge. Sie kostet A, mehr Geld in der Ausführung. Und B, ist es eine optische Gestaltung, über die man sich Gedanken machen muss, weil wenn man es nicht keine Gedanken darüber macht, sieht es einfach sehr schnell sehr furchtbar hässlich aus. Ich hoffe dennoch, das Video hat euch gefallen und ein bisschen Insight gegeben zum Thema Leibungsverstattung und wo was eine Relevanz ist. Mein Name ist Luca Ahrens von der Arc Energy. Wir machen Bauphysik, Schallschutz, Wärmeschutz, Brandschutz, aber auch Architektur, Statik und Heizungsplanung und machen das deutschlandweit. Wenn das für Sie interessant ist und wir hier quasi agieren können mit Ihnen, gern unter dem Video auf mehr klicken, dort bei uns eintragen über das Formular und dann sprechen wir vielleicht schon bald miteinander.